In diesem Video möchte ich Ihnen die Customer Journey, ein neues Feature aus GDIS in 8.10 vorstellen. Ja, ist das alter Wein aus neuen Schläuchen oder hilft Ihnen GDIS in doch deutlich mehr als das, was wir uns darunter vorstellen können? Wenn wir uns mal Gudrun Augstein beispielsweise anschauen, sehen wir ja, dass wir auch hier schon eine, ja, ich will mal sagen, Customer Journey entsprechend abgebildet haben in Form der Touchpoints, die wir hier auch schon immer gespeichert haben. Das heißt, jegliche Ausprägung von Vorgängen können wir hier direkt bei Gudrun Augstein in der Historie sehen, von dem Erstkontakt bis hin, dass es dort eben viele Angebote gegeben hat, auch Frau Augstein sich letztendlich zum Kauf der Produkte entschieden hat. Also wir nennen das ja im Rahmen der Customer Journey Touchpoints, die ja in diesem Zuge auf eine ganz andere Ebene gehoben wurden. Das bedeutet, dass man eben diese Touchpoints in verschiedene Phasen eben auch unterteilen kann. Eine Phase, die Aktivierungsphase, meistens initiiert aus dem Marketing heraus durch ein einfaches Mailing, wo wir ein Interesse draußen am Markt bei den Interessenten und Kunden wecken, die sich dann in der Informationsphase über ihr Produkt informieren. Das kann sein, dass sie über das Mailing über einen Link auf ihre Webseite geleitet werden und dort entsprechend umfangreich sich über das angebotene Dienstleistungspaket, über das Produkt, wie auch immer, informieren und letztendlich dann eben in, ja, ich nenne das mal, in so eine Aktionsphase übergeht. Das heißt, sie fragen vielleicht auch konkret ein Angebot in ihrem Hause an. Und genau an diesen Dingen oder an dieser Stelle setzt GDIS Intraware auf und versucht Ihnen dabei zu helfen, die wirklich echten Potenziale auch transparent darzustellen, sodass Ihnen da wirklich auch keiner mehr dabei verloren geht. Ich sag mal so, das ist wie bei einem Jongleur, der immer versucht, alle Bälle oben in der Luft zu halten, und wenn ihm einer runterfällt, dann möchte er doch genau wissen, welcher das gewesen ist und warum das gewesen ist. Und dabei versuchen wir genau diesen Ball, der verloren gegangen ist, über den Aktivitätenindex, da gehe ich dann nachher auch nochmal detaillierter drauf ein, zu erkennen, okay, da ist ein Interessent, der hat ein Angebot vorliegen, aber wir haben zu wenig Aktivität, die Nähe zum Kunden fehlt einfach, um den Interessenten dann auch zum Kaufabschluss zu bewegen. Und wenn wir uns jetzt hier mal die einzelnen Bereiche anschauen, ich möchte mal hier mit dem Customer Journey Charting anfangen. Am Anfang war ein einfaches Mailing gewesen. Das heißt, das Marketing ist ja letztendlich in der Verantwortung, eine entsprechende Reichweite für Ihr Produkt zu erreichen. In dem Fall war das über ein Mailing, in dem jetzt auch ein Link hinterlegt war, über den er dann auf Ihre Webseite geleitet wurde, sich dabei über Ihr Produkt informiert hat. Dass da eben auch eine Rückmeldung des Interessenten kommt und eben eine entsprechende Kontaktaufnahme, wir haben das hier als Telefonnotiz erfasst, stattfindet. Ja, das Gespräch endet darin, dass man eben sagt, okay, kommen Sie doch bitte mal zu einem Termin vorbei, und daraus resultierend aus der Anlage der einzelnen Touchpoints, in dem Fall haben wir jetzt hier eine Telefonnotiz, einen Besuchsbericht, resultiert dann das eigentliche Angebot. Das heißt, jetzt sind wir eben aus der eigentlichen Aktivierungs- und Informationsphase direkt in die Aktionsphase gewechselt. Das heißt, der Interessent hat jetzt ein Angebot aus dem Vertrieb vorliegen. An der Stelle hilft Ihnen der Customer Journey Monitor weiter, der direkt in dem Unternehmensprofil angezeigt wird. Das heißt, wenn Sie eben das Unternehmen öffnen und sich jetzt einen Überblick verschaffen möchten, bekommen Sie direkt über den Monitor angezeigt, ob wirklich eine entsprechende Kundennähe besteht. Das heißt, die Angebote, die Sie erstellt haben, ob die auch entsprechend nachverfolgt werden. Wir unterscheiden hier zwischen drei Zuständen. Wir haben vorne grün dargestellt, so wie wir es jetzt hier sehen. Den Smiley, der uns signalisiert, in dem Fall ist alles in Ordnung, der Aktivitätenindex, das heißt, wir haben entsprechend Kontakt zu dem Kunden, wir besuchen ihn in aller Regelmäßigkeit, wir tauschen uns in aller Regelmäßigkeit auch mit dem Kunden über neue Produkte etc. aus, das heißt, hier ist bei dem Kunden soweit alles in Ordnung, und die beiden anderen Symbole signalisieren uns im Prinzip, wenn wir uns jetzt auf den letzten nochmal konzentrieren, da sehe ich dann eben sofort, der ist dann rot gekennzeichnet, wenn eben nicht genügend Aktivität, das heißt, dass wir keine Bindung zum Kunden aufbauen können, er hat jetzt ein Angebot bekommen, aber wir finden nicht so den direkten Draht zu dem Kunden in Form von der Austausch in Anrufen, bei Besuchen findet nicht wirklich statt. Das kann allerdings auch ein Signal dafür sein. Sie erinnern sich, die Bälle, die man versucht in der Luft zu halten, das könnte ein Kunde, ein Interessent sein, der jetzt runtergefallen ist
Und der wird Ihnen jetzt über das Customer Journey Übersichtswidget entsprechend auch nach vorne gespielt. Also das heißt, ich wechsle jetzt hier mal auf die Customer Journey Übersicht, habe mir das Ganze mal auf der Startseite positioniert. Da sehe ich eben erstmal im Startbereich dargestellt alle Bewertungen, auch verdichtet auf alle Vertriebsbeauftragten. Und da kann ich eben auch nochmal mit der farblichen Kennzeichnung sofort sehen, bei wem ist der Aktivitätenindex entsprechend in Ordnung. Das heißt, da tun wir eben auch genug dafür, dass wir zumindest in die engere Auswahl bei der Angebotsvergabe kommen. Aber es gibt eben auch andere und das sind ja die, die Sie wirklich betrachten und sehen möchten, nämlich genau die Interessenten und Kunden, bei denen Sie zu wenig tun. Und da möchte ich mal das Customer Journey Übersichtswidget entsprechend umkonfigurieren und ich möchte mir mal die anzeigen lassen, wo wir eine negative Bewertung haben und auch nur die, die für mich jetzt wirklich relevant sind. Das heißt eben, ich bin im Moment als Lars Weiß angemeldet und damit, dass ich eben jetzt genau diese beiden Parameter eingestellt habe, werden mir die Active Life AG und die Crestechnik GmbH als Interessenten nach vorne gespielt, wo das System und aufgrund des Regelwerkes, das Sie sich selbst als Unternehmen auferlegt haben, das System eben sagt, hier passiert zu wenig, die Auftragsgabe ist gefährdet. Und ich kann mir natürlich jetzt direkt von hier aus dann eben auch die Active Life AG anschauen. Das 360-Grad-Widget bietet mir dazu nochmal die Möglichkeit, alle Informationen, alle Touchpoints, die wir in der Vergangenheit gesammelt haben, die werden mir hier nochmal dargestellt in der 360-Grad-Sicht. Aber viel wichtiger ist, ich sehe sofort in dem Customer Journey Monitor das rote Smiley, das mir signalisiert, hier passiert einfach zu wenig. Kümmere dich um diesen Kunden. Kümmere dich darum, dass der Auftrag kommt. Und wenn wir uns nochmal ein Stück weit auf das Customer Journey Charting konzentrieren, hier haben wir nochmal dargestellt, das heißt die einzelnen Phasen, die wir ja eingangs kennengelernt haben, von der eigentlichen Aktivierung, das Mail, Sie erinnern sich, das aus dem Marketing heraus initiiert wurde, bis hin, dass eben eine Anfrage zu Informationsmaterial stattgefunden hat und dann letztendlich der Vertrieb eben auch ein Angebot erstellt hat, das wir hier vollumfänglich in dem Chart innerhalb der Customer Journey dargestellt haben. Zusammenfassend möchte ich nochmal sagen, dass wir mit der Funktionalität der Customer Journey die komplette Reiseroute des Kunden Ihnen den Mehrwert geben möchten, dass wir genau die Potenziale, die Sie heute vielleicht nicht erkennen im System, mit Hilfe des Aktivitätenindex entsprechend erkennen können und sich eben genau um die Potenziale kümmern können, die für Ihr Unternehmen dann letztendlich auch wirklich wichtig und entscheidend sind. Ich freue mich, wenn Ihnen der kurze Vortrag gefallen hat und wenn Sie weitere Fragen haben, kommen Sie gerne auf uns zu. Vielen Dank.